13:33 als Saisonbestleistung hatte und auch schon 12:89 gelaufen ist. Kambunchi mit einem super Start, Mordasini schon ausgeschieden und es ist Kambunchi, die jetzt dominiert. Kambunchi vor Lobe und Sperren kommt gar nicht in den Lauf rein. Kambunchi gewinnt in 13:02. 13:02 von Ditashi Kambunchi. Was war das für ein Lauf? Persönliche Bestleistung für die U20-Athletin. Wow! Wird diese Zeit bestätigt? Ich hoffe es natürlich. Der Wind, der war auf der legalen Seite. .12:99. Die Zeit wird korrigiert und Lobe mit 13:03. Was für ein Lauf. Und Sperren mit 13:18. Sie hat sich da ein bisschen verkrampft auf der zweiten Streckenhälfte. War überrascht vom wirklich unglaublich schnellen Start von Kambunchi. Und hier noch einmal. Kambunchi lässt sich nicht beirren von Mordasini. Das hat sie sicher aus dem Augenwinkel noch irgendwie mitgekommen, gewinnt dann schlussendlich souverän und 12:99 zum ersten Mal in